Und Perez hat da richtige Probleme. Startaufstellung für das Sprintrennen hier am Red Bull Ring in Österreich. Heim Grand Prix von Red Bull. Trotzdem wieder eine Doppelpole für Ferrari, die sich in den letzten Rennen wirklich ganz schön von ihrer positiven Seite zeigen. Carlos Sainz vor Charles Leclerc heute. Dann Hamilton vor Russell. Wieder die beiden Mercedes noch vor Verstappen und Perez. Red Bull ist so ein bisschen im Abwärtstrend aktuell. Norris und Alonso dann vor den beiden Alpinen auf 9 und 10. Wir kommen auf einen recht guten 11. Startplatz. Noch vor Piastri und Albon, Stroll nur 14. Die beiden Alfa Romeo auf 15 und 16. Dann die beiden Alfa Tauri, Hülkenberg und Magnussen auf 19 und 20. Vesti nur 21. und Sargeant ganz hinten. Und damit Servus und herzlich willkommen zu F1 23, My Team Karriere mit Alibaba Racing. Wir stehen kurz vor dem Sprintrennen in Österreich am Red Bull Ring. Und wie auch schon beim letzten Sprintrennen in Aserbaidschan plane ich damit, das Rennen ganz zu zeigen. Das heißt, das wird ein bisschen kürzeres Video voraussichtlich, aber dafür komplette Rennaction und wenig Gespräch, weil wenn ich die ganze Zeit quatschen würde, dann würde ich wahrscheinlich kein gutes Rennen fahren. Deshalb nehme ich euch einfach mit und wenn es euch interessiert, dann schaut euch das ganze Rennen an. Ansonsten das normale Grand Prix Rennen gibt es dann wieder im üblichen Format als zweiten Teil zwei Tage später bzw. einen Tag später. Wenn wir das so machen mit dem extra Video, dann werde ich immer Sprintrennen hochladen und direkt am nächsten Tag das Grand Prix Rennen. Wenn ich schon zwei Videos draus mache, dann dürfen die auch in zeitlich sehr, sehr engem Abstand kommen. Es geht jetzt aber hier erstmal um die Strategie und zwar können wir entweder mit Medium oder mit Hard oder mit Softreifen losfahren. Alles ist ähnlich schnell. Die Frage ist, was ist das Beste? Rechnerische Schlosser ist wahrscheinlich der Medium-Reifen am besten, aber vielleicht, und das haben wir auch schon mal im vorigen Spiel gemacht, kann man auch mit dem Soft-Reifen einige Plätze gut machen, vor allem am Anfang. Von daher ist es etwas, mit dem ich gerne vielleicht spielen würde. Die DRS-Zone, ja, die ist zwar ganz gut zum Überholen in Österreich, aber vielleicht können wir mit den Softreifen da ein paar Plätze gut machen, direkt am Anfang und dann eine gute Startposition für den morgigen Sonntag einfahren. Ich weiß nicht, was schlau ist. Wir probieren es einfach mal mit Softreifen. Ganz ehrlich, viel zu verlieren haben wir eh nicht. Im Übrigen, Vesti, Startplatz 21, nach dem Aufwärtstrend in den letzten Rennen in Kanada, ist das wohl ein ziemlich krasser Rückschritt. 12 Runden im Sprintrennen stehen uns bevor und das sind tatsächlich ein paar Leute auf Softreifen. Norris weiter vorne, Piastri trägt hinter uns und Albon mit Medium-Reifen mit gutem Start. Ja, wir hatten schon mal einen besseren Start mit weichen Reifen, können aber Platz 11 erstmal halten. Ich gehe gleich mal auf die Innenbahn, um uns gegen eventuelle Angreifer zu verteidigen. Und selber können wir da später bremsen als Pierre Gasly. Und auch besser rausbeschleunigen. Überraschenderweise, da haben wir einfach ein bisschen mehr Grip auf den Softreifen. Platz 10 jetzt für uns. Der gibt zwar noch keine Punkte im Sprintrennen, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Platz gewonnen. Glück haben wir hier flache Randsteine in Österreich, sonst wäre das ein bisschen fies. Da vorne Norris mit dem Angriff. Der hat, wie gesagt, auch die Softreifen hinter uns, Piastri gegen Gasly. Und Perez ist da ganz schön zurückgefallen, von Startplatz 6 jetzt auf 9, wenn Ocon da auch noch vorbeigeht. Oh, das wird eng. Das wird eng da vorne. Bestes Ende für Norris. Und Perez hat da richtige Probleme und von wegen bestes Ende für Norris. Ocon ist vorne. Hat Perez da vielleicht einen Schaden? Der kommt gar nicht hinterher. Norris jetzt gegen Ocon. Ah, Ocon neben Norris hier. Und Ocon jetzt mit dem besseren Ende. Jetzt muss ich mal kurz auf Pause drücken, weil irgendwie mein Lenkrad des Force Feedback nicht richtig passt. Manchmal reicht es, wenn man dafür auf Pause drückt und dann wieder startet. Ja, so auch jetzt. Jetzt passt das Force Feedback wieder.
Okay, information on Bottas. They've got an issue with their car. They're going to be slow. Okay, Bottas langsam. Das interessiert uns jetzt ein bisschen weniger. Der ist weit hinter uns. DRS jetzt freigegeben. Ich spanne mir hier noch das ERS an, weil auch noch kein Angriff von Perez kommt. Ocon aber seinerseits versucht es gegen Norris und... Oh mein Gott, ich habe da völlig zu spät gebremst. Aber wir haben jetzt einen besseren Ausgang als Ocon und als Norris. Oh mein Gott, was machen die denn da? Norris hat natürlich kein DRS. Boah, und dann werden wir von hinten angeschoben. Sind jetzt auf der Außenbahn und können uns durchdrücken an Ocon. Ah, yeah, das war richtig eng, vor allem der Kontakt, den wir da hatten, das war uncool. Norris kann da die Weichenreifen nicht ganz nutzen, weil ihm da das DRS gefehlt hat. Und wir sind auf dem Vormarsch und können jetzt hoffentlich pushen. Wir sind jetzt schon über eine Sekunde vor Ocon, der natürlich weiter fightet. Ich habe jetzt auch bewusst viel ERS eingesetzt, dass wir da eventuell diesen siebten Platz eben halten können. Das wäre schon richtig gut. Verwarnung hier, noch ein bisschen zu weit rausgekommen, aber bei 12 Runden sollte uns das hoffentlich nicht öfter als dreimal was passieren. Perez jetzt 8er. 3 Sekunden Rückstand schon. Mal gucken, wie lang die weichen Reifen dieses Niveau, Grip-Niveau auch halten können. Wir sind ja schon fast dran an Alonso und Russell davon. Und vorne der Ferrari, wahrscheinlich Sainz, fährt ganz schön weit weg. Im Übrigen bin ich im Vergleich zum Qualifying jetzt noch 2 Schwierigkeitsstufen nach oben gegangen tatsächlich. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch nicht mein volles Potenzial ausgeschöpft im Qualifying und deshalb von 90 auf 92 hochgestellt. Scheiterung nicht ganz erwischt, aber schwamm drüber. Ja, Perez und Norris können sich jetzt richtig absetzen, wenn wir mal auf der Karte gucken. Perez scheint wirklich nur am Anfang das Problem gehabt zu haben irgendwie, aber er muss jetzt gegen Norris fighten. Das ist natürlich gut. Je länger die fighten, desto langsamer kommen sie an uns ran. Wow, zu früh eingelenkt. Zum Glück haben wir da keine Verwarnung kassiert. Ein bisschen Zeit hat es aber trotzdem gekostet. Ich habe das Gefühl, dass jetzt die Medium-Reifen ein bisschen besser sind als die weichen Reifen. Schon wieder weit rausgekommen. Müssen wir jetzt wirklich konzentrieren hier. Wieder Positionstausch da hinter uns. Die geben sich so richtig. In diesen schnellen S-Kurven verlieren wir gerade immer am meisten Zeit, glaube ich. Und wieder den Scheitelpunkt in die letzte Knicke, die letzte Kurve, die letzte Biege hinein. Nicht ganz getroffen. Vorne geht Alonso und Russell vorbei. Scheint zumindest so. Und der Abstand zu Perez 1,9 Sekunden.
Quersteher beim Rausbeschleunigen. Zweite Verwarnung schon, jetzt wird's eng. Noch 5 Runden, da sollten wir keine Fehler mehr machen, sonst haben wir gleich eine 3-Sekunden-Strafe. Aber ich weiß auch, dass ich am Limit fahren muss, um den heranrasenden Perez abzuwehren, der sich jetzt, glaube ich, von Norris absetzen konnte. Und die weichen Reifen werden natürlich nicht besser. Das sind nur noch 1,3 Sekunden. With 5 laps of fuel remaining, 5 laps of fuel left. Und jetzt ist Perez drin im DRS-Fenster. Das wird ja witzig. Ich glaube, wir müssen jetzt hier den Berg hoch noch ERS ansparen. Haben nur 30%, sind da nicht so wirklich gut sparsam mit umgegangen. Jetzt sollten wir hier ein bisschen einsetzen, wobei der Kurvenausgang nicht schlecht war. Ich glaube, da kann Perez noch nicht angreifen. Weil da hinten gab es eine gelbe Flagge. Ich glaube, Piastri ist da ausgerollt. Und jetzt scheidet er raus und hier in den Ecken ist Perez richtig schnell. Will er etwa hier außen rum vorbei? Oh, er zieht nochmal zurück, das geht hier nicht. Ich habe versucht, ihm Platz zu lassen. Und nächste DRS-Zone. Wir versuchen natürlich uns zu verteidigen, aber das wird nicht leicht. Noch sind wir vorne, aber er wird in der nächsten DRS-Zone wieder angreifen, den Berg hoch. Oh, leichter Kontakt. Ich finde, da hat er zu früh eingelenkt, aber wir haben jetzt DRS. Richtig gut. Wir können uns hier also nochmal verteidigen. Piastri da vorne ausgerollt, aber steht unkritisch da drüben. Ah, zu früh als Gas! Okay, gap ahead is 4.2 seconds. Eieiei, und dahinter 2 Sekunden, da ist ja schon Norris. Also wir dürfen, wenn wir gegen Perez uns verteidigen wollen, nicht so viel Zeit verlieren, dass dann Norris noch rankommt. Also lieber Perez durchlassen. Es geht ja nur um einen Platz, um einen Punkt und um eine Startposition für den morgigen Sonntag. Okay, so we're leading our teammate by 16.7 seconds. Wieder angeschossen gekommen, aber diesmal ist er nicht nach innen gezogen. Vorne kämpfen die auch weiter, Russell und Alonso. Perez wieder außen rum. We've only got 2 laps of fuel left. Diesmal hat er wieder DRS, kommt aber schlechter weg. Ein harter Zweikampf mit dem Red Bull, das gibt's ja gar nicht, dass wir hier mit dem Red Bull oben einen Punkt fighten. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung mit den Softreifen. Da haben wir am Anfang ein bisschen mehr pushen können und diese Plätze eben gewinnen können, die wir jetzt wieder verteidigen.
formatfüllend im Rückspiegel. Und wir dürfen auch auf keinen Fall jetzt in der letzten Runde gleich nochmal die Straße verlassen, die Strecke verlassen. Ah, jetzt ist er mit der Nase vorn, der Sergio. Aber wieder schafft er es nicht, da besser raus zu beschleunigen. Wir haben fast kein ERS mehr. Perez kommt wieder außen. Wir gehen wieder auf die Innenbahn. Und wieder gut raus beschleunigt. Das gibt's doch nicht. Verteidigen wir etwa diesen siebten Platz gegen den Red Bull von Sergio Perez. Die Reifen zu 36% abgenutzt, das geht. Die fühlen sich auch nicht so schlimm an, aber natürlich nicht mehr so schnell wie am Anfang. Jetzt nochmal ERS hier einsetzen. Und auf die Innenbahn versucht Perez da etwa außenrum wieder. Das gibt's doch nicht, Sergio Perez. Ne, da kann er nicht vorbei. Geil! Siebter Platz in diesem Sprintrennen. Geil. Ja, ich würde sagen, das war ein überaus geniales Sprintrennen. Da haben wir das Maximum rausgeholt. Am Anfang mit den weichen Reifen, als die noch deutlich schneller waren, alle möglichen Leute überholt, die uns da in die Quere gekommen sind. Und dann hat es am Ende gereicht für den siebten Platz. Richtig genial. Perez nur Achter. Der hat, wie gesagt, am Anfang da irgendeinen Fehler gemacht. Doppelsieg währenddessen für Ferrari, die sich die beste Startposition dann für morgen erobern und eben volle Punktausbeute heute. Verstappen aber auf Platz 3 konnte die Mercedes hinter sich lassen und Alonso mit Platz 5 auch ein richtig gutes Ergebnis. Albon auch stark auf der 11, Schumacher auf der 14, ich glaube, der hat sich auch ein paar Plätze nach vorne gekämpft. Und Frederik Vesti immerhin 18. Nachdem Piastri und Piastri ausgeschieden, Bottas ein Problem hatte, ist Platz 18 für Vesti nicht super gut, aber er ist ja auch nur von 21 losgefahren. Also mal gucken, vielleicht kann er da morgen nochmal ein paar Plätze gut machen. Ja, wirklich nice. Ich freue mich schon auf das Rennen dann in Kürze. Ob dann die Konkurrenz auch wieder durch Zweikämpfe so viel Zeit verliert, wie das jetzt im Sprintrennen der Fall war, das wäre natürlich gut, weil wir sind ja eher dafür bekannt, dass wir uns da raushalten, auch wenn wir jetzt in den letzten 3 Runden im Sprintrennen gegen Perez so richtig hart gefightet haben. Aber da ging es auch um eine Position ohne Gefährdung nach hinten oder Chance nach vorne. Von daher war das alles durchaus schlau. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Rennen in Österreich am Red Bull Ring wieder. Im Video morgen, falls ihr es ganz pünktlich angeschaut habt. Vielen Dank fürs Einschalten und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus. So ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da, abonniert den Channel und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao und Servus.